Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Wie ihr im Titel schon sehen könnt, möchte ich auf jeden Fall ein neues Projekt anfangen. Und das Projekt heißt TippX hilft. Und ja, da werde ich auf jeden Fall von euch einfach mal ein paar Accounts angucken. Und ja, gegebenenfalls halt dann auch Verbesserungsvorschläge oder halt Sachen, die man demnächst mal angehen sollte auf dem Account. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Was mir auf jeden Fall auffällt, die Arbeiter sind ja kaum vorhanden. Das ist gerade am Anfang sehr wichtig, dass man da auf jeden Fall mindestens 4 Arbeiter hat. Weil man möchte natürlich so schnell wie möglich seine 5 Millionen Gold lagern, um eben die Helden dann nachher im Endeffekt auch abzugraden. Beziehungsweise halt auch immer das Rathaus upgraden, um halt ja, Türme, Mauern und ja generell halt die ganzen guten Sachen ja zu bekommen. So, aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Helden an hier auf dem Account. Wo ist ein Heldenaltar? Heldenalter, Helden, ach, da ganz oben. Der sieht so anders aus. Okay, was mir jetzt schon wieder auffällt, die sind alle am Cap, das heißt, du kannst sie nicht leveln. Das ist nicht unbedingt so gut, da solltest du sie lieber mal upgraden. Ja, weil du brauchst ja hier 500.000 Gold, okay, kannst du nicht sammeln. Darum sage ich immer zuerst die Goldlager, beziehungsweise erstmal auf die sechste Heldenbasis hinarbeiten. Da braucht man ja, warte mal, das ist ja hier beim Angriff. Genau, da braucht man nämlich 4 Level 16 Gold Depots, Minen, genau, von Mana natürlich auch. Und die Herrenlager, die müssen auf 6 sein. Das ist eigentlich das erste Ziel, was man ansteuern sollte. Auch immer das Rathaus, wie gesagt, upgraden, ja. Und ja, das ist jetzt eigentlich im Grunde genommen, was mir so am Anfang auffällt. So, der Wagno ist schon ziemlich gut gelevelt, hat einen 5er Skill, ist erstmal okay für den Machtbereich. Ja, den Fisch hier mit drauf, weil das natürlich der höchst gelevelte Held ist und wahrscheinlich dann auch am meisten Angriff hat. Dadurch heilt halt das Pet auch übelst gut. Ist gerade mal Level 1 der Skill. Ja, könnte man vielleicht sogar schon auf Level 2 eigentlich haben. Den Druiden hast du natürlich mit dabei, okay, ja. Er hat einen Kriegsgott drauf, ist nicht ganz so optimal, aber mein Gott. Okay, Eimeißeln hast du noch irgendwie noch gar nicht gemacht. Achso, kannst du wahrscheinlich noch gar nicht. Doch, kannst du. Okay, also hier ist auf jeden Fall auch noch Verbesserungspotenzial. Okay, wie gesagt, mach den Modus, der ist richtig wichtig. Ich grade es dir mal hier ab, dass du direkt mal ein bisschen mehr bekommst. Beziehungsweise die Kampfaltäre immer schön einnehmen. Das bringt auch richtig viel immer. Die roten Kristalle brauchst du am Anfang gar nicht für die Runen zum Schmieden, weil du sowieso bloß Level 1 Sets gerade so vielleicht zusammenbekommst. Warte mal, wie war das hier? Ja gut, hier hast du wenigstens auf Level 21 eingemeißelt, damit du überhaupt ein Set draufpacken kannst. Ja, okay, hier hast du auch noch gar nicht weiter angefangen. Wie gesagt, kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen. Zwei erquicken ist schon mal gar nicht so schlecht auf dem Kürbis. Jetzt bist du gerade dabei, den Skill hier noch hoch zu leveln. Okay, macht auf jeden Fall Sinn. Der Flat ist sogar auch noch vorhanden. Auch noch nicht eingemeißelt, noch gar nichts weiter. Okay, ja, naja gut. Den Eros, da auf jeden Fall den Skill noch mal ein bisschen hochbringen. Ich weiß nicht, wie lange du den schon hast, aber den brauchst du für die Dungeons. Brauchst du den auf jeden Fall und generell, ja, kannst du den überall ganz gut gebrauchen, weil, wie gesagt, er bringt halt Energie und sogar noch einen Damage-Buff noch dazu. Okay, eingemeißelt hast du auch noch nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, den braucht man nicht einmeißeln. Hier braucht man bloß den Skill hochbringen. Wie gesagt, ich denke mal, auf 5 von 10 ist hier schon drinne. Ja, einen Champion haben wir natürlich mit dabei, den würde ich nicht weiter hochziehen. Genauso wie den Donnergott, den brauchst du auch überhaupt nicht. Du hast ja eigentlich schon ganz gute Helden hier draußen stehen. Diese, ja, 5 Helden, die kannst du von mir aus auch weiter hochleveln, außer natürlich, es kommt irgendwie ein anderer Held, den man, ja, noch gut gebrauchen kann. Dann haben wir hier natürlich noch einen Atlantikor mit dabei, ein Ninja zum Machtpushen, ist auch immer ganz gut. Genau, Succubus, dann haben wir Druiden hier natürlich nochmal ein paar. Okay,
Imhotep hast du auch ganz viele. Todesritter hast du sogar. Kalypso. Okay, die kann man, ja, in diesem kleinen Machtbereich braucht man sie eigentlich auch noch überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, kann ich dir auch nicht empfehlen, erstmal hochzuleveln. Also, das würde ich erstmal nicht machen. Okay, genau. Also, wie gesagt, die ersten fünf Helden. Du hast dir schon die richtigen Helden ausgesucht, die du leveln kannst. Und ja, genau, was mir jetzt auf jeden Fall noch auffällt, du hast anscheinend heute noch gar nicht gespielt auf dem Account. Du hast 105 grüne Eier. Mein lieber Mann, aber da guckst du auf jeden Fall nicht so oft rein bei den Eiern. Okay, also das kann ich dir auf jeden Fall auch nur empfehlen. Mach zuerst die grünen auf, wenn du am Wochenende zu Hause bist, und dann kannst du nämlich umso schneller die alle aufmachen. Und wenn du dann halt ein bisschen länger weg bist, dann kannst du diese fetten aufmachen. Das mache ich auch immer so. Jo, dann schauen wir uns auf jeden Fall mal ganz kurz die Wellen an. Du bist jetzt bei H. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt gut ist. Bei H4, okay, dann kam da wahrscheinlich ein Boss, den du nicht ganz so wirklich geschafft hast. Ich sag mal so, zur Heldenbasis, für Wellen ist es ganz okay, was du hier gebaut hast. Für diesen Machtbereich auf jeden Fall akzeptabel, sag ich mal so. Es gibt auch noch andere Base-Designs, wo du die Heldenbasen in die Ecke reinpackst und dann dort und dort einfach sozusagen die Mauern hinsetzt, so dick, damit die nicht hier rüberspringen. Weil, im Moment, halt, stopp. Ja, nun lass mich doch mal hier ranzoomen. So, im Moment würde nämlich der Druid, na gut, der Druide nicht unbedingt, aber der Wagner würde hier rausspringen, was nicht so optimal ist, wie gesagt. Mach die Mauern so und so und mach hier in die Ecke dann die ganzen Heldenbasen. Ist für den Anfang auf jeden Fall besser. Und dann würde ich hier außenrum um die Mauern dann die ganzen Gebäude rumpacken. Genau. So, dann haben wir Heldenproben. Ja gut, das ist nicht so ganz so wichtig. Interessant sind auf jeden Fall nochmal die Dungeons. Da siehst du, sage ich doch. Er ist nicht aktiv bei den Dungeons. Ziehe ich die auf jeden Fall erstmal durch. Ja, welchen Helden ist ja egal. Du hast ja sowieso Alarm-Cap. Mach das auf jeden Fall am Tag zweimal mindestens, dass du immer diese zwei Splitter mindestens abgreifst. Apropos Splitter, ich schaue mir mal ganz kurz an, wie viel Splitter du hier hast. Hier, genau. Ja, okay, jetzt hast du 2000 Splitter. Schauen wir uns einfach mal kurz an. Okay, das Questboard hast du dir anscheinend einmal ganz kurz angeguckt gehabt. Naja, gut. Kann ich dir auch nicht empfehlen. Du solltest immer gleich alles sweepen und machen und tun. Wie gesagt, das immer schön alles auf Cooldown. Wenn du hier keinen Bock hast, viermal zu raiden, dann gamm das einfach auf. Wie gesagt, Questboard sollte man eigentlich immer machen. Das sollte immer drinne sein. So, ja, eventseitig machst du hier was. Ja, hier hast du was eingesammelt. Okay, hast auch ein bisschen was gemacht. Okay, hier bist du also aktiv. Was ganz okay ist. Hier hast du wahrscheinlich noch nichts geholt. Okay, dann nimmst du auf jeden Fall die Dungeon-Karte. Bin ich mal so frei. Hier bei dem Adventskalender habe ich auch schon dir die 100 Gems geholt. Und ja, genau. Wie gesagt, mach auf jeden Fall, ja, hier die Arbeiter auf jeden Fall auch. Und ja, genau, hier im verschollenen Schlachtfeld, verschollenes Reich meine ich, nicht verschollenes Schlachtfeld. Ja, mach hier auf jeden Fall die Twice. Auch wenn das so nervig ist, ich weiß. Aber das sollte man wirklich eigentlich machen. Aber naja, du warst wahrscheinlich heute noch gar nicht auf dem Account drauf. Da möchte ich das auf jeden Fall nicht übel nehmen. Und ja, genau, da hast du jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Freiraum. So, was haben wir hier eigentlich Schönes? Ja, die kannst du hier auch mal ein bisschen hochleveln, so zwischenzeitlich. Machen wir mal die hier hoch. Die kannst du immer einsetzen bei den Dungeons. Schon allein die, ja, Wächterstufe 1, also die Wächter, du brauchst ja eigentlich bloß für die Stun-Türme. Ich meine, na gut, am Anfang im späteren Spielverlauf brauchst du das eigentlich erst, aber naja. Gut, dann haben wir hier nochmal, also da darfst du noch gar nicht rein. Du machst hier wahrscheinlich dann Mesa 2 oder so. Würde ich jetzt ganz stark von ausgehen. Ich glaube Mesa, ja, Mesa 3, da machen sowieso nicht so viele mit. Also wie gesagt, ich kann dir hier nur empfehlen, erstmal die ganzen Arbeit. Oh ja, ich sehe gerade, du hast ja gar nicht die Arbeiter hier am Arbeiten. Okay, du hast die hier schon an Max gebracht, okay.
Ja, dann ist auf jeden Fall erstmal dein Rathaus wieder dran, ne? Okay. Also mach das auf jeden Fall, dass du dein Rathaus hier upgradest. Werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal aufgehen auch machen. dass das auf jeden Fall schon mal auf dem Weg auf Level 9 ist, denn. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Wertung da. Und ja, wenn ihr Bock habt, dass ich euren Account auch mal ein bisschen bewerte, beziehungsweise auch ein paar Tipps da lassen soll, dann könnt ihr mich gerne über Line kontaktieren. Da heiße ich TippX1. Steht auch nochmal unten in der Beschreibung drinne. Und ihr könnt auch gerne dazu schreiben, ja, was für Fragen ihr habt bei eurem Account und ja, genau, oder was ihr euch wünscht, oder wie auch immer. Genau, schreibt es einfach mal dann mit unten rein, wenn ihr mich bei Line anschreibt. Und ja, genau, dann würde ich sagen, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!